Mit einem Erinnerungsgang haben gut 40 Wildeshauser an die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnert. Unter anderem trugen die Schüler des Gymnasiums in Wildeshausen vor Häusern, in denen einst jüdische Mitbürger gelebt hatten, etwas über das Leben dieser Mitbürger vor. Sie wurden von Nazis vertrieben und waren zu Tode gekommen. Organisiert wurde der Erinnerungsgang vom Arbeitskreis für Demokratie und Toleranz.